Herzlich willkommen zu den Zendix-Einblicken, unserem wöchentlichen Format, mit dem wir Sie über die neuesten Erkenntnisse aus dem Zendix-Research informieren und wie wir diese in unseren Fonds umsetzen. Gestern haben wir die neuesten Daten des Zendix-Konjunkturindex veröffentlicht, dem First Mover unter den Konjunkturindikatoren. Und wir haben eine weitere Abschwächung im Gesamtindex bekommen, die bedingt ist durch den vierten Rückgang der Erwartungswerte in der Eurozone, in den meisten Weltregionen. Haben wir ebenfalls den vierten Rückgang der Erwartungswerte gesehen, in einigen Regionen sogar den fünften Rückgang. Ist damit der Zenit in der Konjunktur erreicht? Nun, definitiv sind die Wachstumsraten oder der Erholungsprozess, der seit dem schmerzhaften Lockdown im Frühjahr 2020 stattgefunden hat, der ist definitiv nun zu Ende. Wir haben die besten Zeiten in diesem Zyklus oder in diesem Aufschwungsabschnitt hinter uns. Die Frage ist natürlich, haben wir es jetzt mit einer generellen Trendwende zu tun bei den Konjunkturindikatoren oder ist es nur eine Verschnaufpause? Nun, ganz klar ist, dass die Hauptschwierigkeiten momentan in Asien liegen. Dort sehen wir zum einen, dass die asiatische Region am stärksten an Wachstumstempo in den letzten Monaten verloren hat. Nicht umsonst haben ja die chinesischen Aktienmärkte von Februar aus beginnt, rund 6 Monate konsolidiert und auch einiges an Wert verloren. Und ein wesentlicher Knackpunkt, das haben wir ja hier an dieser Stelle auch schon öfters ausgeführt, ist die Einschränkung, die wir haben in den internationalen Transportkapazitäten. Ich blende Ihnen mal hier einen Chart ein. Dieses Chart zeigt neben dem Weltaktienindex, wie viele Schiffe derzeit auf See unterwegs ist und wie das mit der grünen Linie den Zendix globalen Konjunkturdaten korreliert. Und da wird eben sehr deutlich, dass es eine ungewöhnliche Abschwächung gibt in der Zahl der Schiffe auf See. Normalerweise, wenn wir in einer starken konjunkturellen Phase sind, dann würden diese Zahl der Schiffe, die beladen und auf den Weltmeeren unterwegs sind, steigen. Und wenn wir eine solche Abschwächung sehen, wie wir sie momentan haben, dann deutet das normalerweise darauf hin, dass die Konjunktur ihren Zenit überschritten hat. Wir gehen allerdings nicht davon aus, dass die Abschwächung in diesem Index die Folge einer generell sich abschwächenden Konjunktur ist. Dafür spricht zum einen, dass die Frachtraten nach wie vor sehr, sehr hoch sind. Das heißt, die Nachfrage nach Schiffen ist sehr, sehr groß, sondern wir haben es hier aufgrund von Einschränkungen, zum Beispiel von Corona-Restriktionen in chinesischen Häfen damit zu tun, dass einfach weniger Schiffe abgefertigt werden, dass es hier zu Verzögerungen kommt. Und das ist natürlich ein wichtiger Faktor, der für die Märkte insofern relevant ist, weil er die Kosten treibt. Einmal über die Frachtraten, er treibt insgesamt damit die Inflationsraten an und er erzeugt natürlich auch partiell für gewisse Unwuchten in der Verfügbarkeit bestimmter Güter. Und all das sind Faktoren, die sich dämpfend auf den Wirtschaftszyklus auswirken. Bringt das die gesamte wirtschaftliche Erholung zu Fall? Wir denken nein. Und das wird deutlich, wenn wir uns das Chart anschauen von den Konjunkturerwartungen in der asiatischen Region. Die haben sich zwar abgeschwächt, aber wir liegen immer noch hier im Index bei plus 15 Punkten. Das ist immer noch ein deutlicher positiver Wert und reflektiert, dass die Anleger zwar diese Wachstumsverlangsamung sehr wohl sehen, aber nicht davon ausgehen, dass der konjunkturelle Zyklus abgewürgt wird. Man spricht in dem aktuellen Phänomen spricht man von einem sogenannten Mid-Cycle-Slowdown. Das ist also etwas relativ Typisches, eine Korrektur, eine Beruhigung in der Mitte eines Aufschwungsszenarios. Was ebenfalls dafür spricht, ist, wenn wir uns bei den Zendix-Daten anschauen, zum Beispiel eben für den chinesischen Aktienmarkt, dass wir jetzt die zweite Woche in Folge einen deutlichen Anstieg im strategischen Bias haben. Das heißt, Anleger realisieren, dass der Markt, der chinesische Aktienmarkt auf dem aktuellen Niveau für sie wieder attraktiv wird. Auch das impliziert, dass die Anleger eben hier nicht mit einer generellen Wende rechnen. Und last but not least, wir hatten ja vor 2 Wochen hier ein negatives Sentiment extrem. Wir sind immer noch in der Stimmung leicht skeptisch. Auch das ein Faktor, der speziell die Aktienmärkte positiv beeinflusst, sodass wir summa summarum zwar noch keine endgültige Entwarnung geben können für die nächsten 3 Wochen. Das ist das saisonal schwache Septemberfenster, in dem wir uns noch befinden.
Und auch unsere statistischen Analysen zeigen, dass bei einer aktuellen Datenkonstellation die nächsten 3 Wochen indifferent sind in ihrer Kurserwartung. Aber blicken wir über 4 Wochen und mehr hinaus, also deutlich in das vierte Quartal hinein, dann sprechen die Daten, die wir haben, doch deutlich dafür, dass Aktien Kurschancen versprechen. Natürlich nur dann, wenn auch unsere Basiserwartung aufgeht, dass also das, was wir aktuell sehen, nur eine Pause im generellen positiven Konjunkturumfeld ist. Entsprechend sind wir in unseren Portfolien ja seit einigen Wochen jetzt wieder höher in Aktien investiert. Wir sind auch nach wie vor positiv für Gold. Das hängt damit zusammen, dass unseres Erachtens nach der Trend zu höheren Inflationsraten eindeutig gegeben ist. Ja, und in dem Sinne soll es das an dieser Stelle auch schon wieder gewesen sein mit einer, ja, mit einem durchaus optimistischeren oder offensiver ausgerichteten Portfolio. Gehen wir in diese nächsten Wochen des Jahres. Und wir wünschen Ihnen an dieser Stelle eine erfolgreiche Handelswoche und freuen uns darauf, Sie nächste Woche an dieser Stelle wiederzusehen.